Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben Tag 49, 4 Uhr. Und just genau in dieser Sekunde, in dieser Minute bin ich gerade fertig geworden. Ich habe den Graben tatsächlich in der Nacht jetzt noch fertig gekriegt. Und das ist sehr gut. Könnt ihr euch vorstellen. Ja, alles fertig gebuddelt. Alle Blöcke gesetzt, alle mit Beton gefüllt. Jetzt warte ich nur darauf, dass das Ganze abtrocknet. Jetzt müssen wir nochmal sehen, dass wir gleich noch ein paar Dart-Traps bauen und die Fallen dazu noch fertig kriegen. Und natürlich dann auch ja, die Electrical Fence Posts noch machen. Die können wir nochmal GAU setzen. Die wollen wir hier nicht hinsetzen. Die wollen wir da setzen. So. Und wir setzen, wie viel waren das jetzt? 4 pro Seite, ne? 5 pro Seite. 1, 2, 3, 4, 5 pro Seite. 5 pro Seite. Das heißt, wir setzen einen mittig. Das heißt, hier sitzt noch einer. Und hier noch einer. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Den sitzen wir natürlich auch wieder mittig. So. Gut. Müssen wir noch ein paar von denen bauen. Also wie gesagt, wir brauchen Dart Traps. Wir brauchen noch ein paar von diesen Biestern hier. Wir können von den Electrical Fence Posts können wir gerne noch ein bisschen mehr bauen, weil wahrscheinlich zerkloppen sie uns die Dinger sowieso wieder. Wie viele Dartstraps brauchen wir? Eins, zwei. Zwei Stück. Zwei. 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 Tatsächlich nur noch zwei. Haben wir so viele gebaut, in Anführungszeichen. Tatsächlich nur die zwei. Ah, das ist doch cool. Okay. Zwei davon. Was wollte ich jetzt noch? Also die Rampen wollte ich auch noch setzen. Die habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. So, die können mich dann gleich mal hier. Ah, Mist. Habe ich eine Innerframe gebaut? Innenecke. Ah, nee, ich wollte keine Innenecke bauen. Wo habe ich denn Innenecken gebaut? Ah, oh, nee. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. So, naja, gut, okay. Dann ist ja alles nix. Einmal. Zweimal. So, dann haben wir die zwei auch weg. Puh. Ja, ich war so ein bisschen überrascht. Ich habe in der Nacht tatsächlich keinen Besuch von Zombies bekommen. Also, ja. Deswegen schon gar nicht verkehrt, aber wir müssen sehen. Ich baue erstmal. Ich baue erstmal zwei Dart Traps. Dann brauchen wir noch ein paar Fences. Na, komm. Dass wir dann die Verteidigungsanlagen wieder mal so ein bisschen auf den Damm kriegen. Und Insulatoren müssen wir ja auch noch bauen. Ich glaube, die waren auch nicht so... nicht so günstig. So, wir brauchen jetzt erstmal Traps. Werkzeuge fallen. Mal kurz gucken, was wir brauchen. Für Dart Traps brauchen wir Electrical, Mechanical und Eisen. Electrical, Mechanical und Eisen. Eisen haben wir natürlich in der Forge-Kiste. Und das war's auch schon wieder. Achso, 345 hatten wir noch dabei. Alles klar. Alles klar. So, zwei von denen brauchen wir. Zwei Dart-Traps brauchen wir. Dann hatten wir insgesamt, glaube ich, drei von diesen Trigger-Plates. Insgesamt brauchen wir 2, 4, 6, 8. Das heißt, wir brauchen noch 5 Trigger Plates. 5 Trigger Plates. Muss ich mal suchen. Trigger. Trigger Plates. 5 mal. 1, 3, 4, 5. Oh, Eisen. Alter Schwede. Da geht aber richtig Eisen runter. Das ist ja puh. So, Electric Wire Relay. Dafür brauchen wir nur Electrical Parts und Eisen. Ah ja, alles klar. Wie viel brauchen wir von denen?
Ja, gut, wir können ja sonst pro Seite 3 Stück. Mal 12 Stück vielleicht, wenn das geht. Machen wir davon noch ein paar. Da können wir von dort aus nämlich aus dem. Es geht ja von dem Generator. Generator. Von dem Generator zum Electric Timer Relay. Und von dort aus gehen wir nach draußen zu den Electric Wire Relays. Ja, und dann irgendwie so. Electrical Parts und Eisen. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie komplizierter zu bauen und teurer. Naja, gut, dann habe ich mich dann wahrscheinlich mal wieder verguckt. Eisen. So ein bisschen Eisen. Können wir da nochmal reinfriemeln? Dann nehmen wir uns noch ein wenig Ei. Achso, und natürlich die Traps. Wie viel haben wir? 800. Hatte ich ja gesagt, 800 hatte ich deswegen hingestellt, weil 100 Dart Traps pro Gerät. Naja, gut, kämen wir ja auch erstmal hin. Könnte man ja auch machen. So. Na, das ist auch alles zu lang hier. Muss die 50 ja mal so manuell voll machen. Ist ja alles nix. Jo. So, dann haben wir einmal 100. Ja, das geht schön auf die Maus. Das geht auf die Maus. Nochmal 100. Was mache ich denn? So, einmal. Dann können wir nämlich dann gleich die Dartstraps auch füttern. In der Zwischenzeit sollten dann eigentlich auch die Druckplatten eigentlich auch fertig sein. Ach ja. So. Okay. Eine Dartstrap ist fertig. Die andere ist in 12 Sekunden gleich. Sehr gut. Da können wir nämlich dann erstmal die. Das waren die Inner Frames, ne? Innenecke, ja. So, nehmen wir die erstmal. Ja, dann gehen wir nochmal raus und bringen erstmal noch die Dartstraps. Erstmal die Dartstraps noch runter. Das läuft ja schon mal ganz gut. Ach so, jetzt habe ich die Electrical Fences vergessen. Naja, gut, okay, das kriegen wir auch noch gebacken. Einmal. Zweimal. So, dann kommen die Druckplatten noch mit dazu. Ja, dann sieht das schon ganz gut aus. Dann packen wir hier erstmal 100 Stück rein. Wir können ja immer noch mal mehr herstellen, aber so fürs erste, für die erste Charge reicht das erstmal. Lock Ammo. Achso, die müssen wir auch noch mal locken, richtig. Und dann natürlich nachher nur aufpassen, dass wir uns nicht gegense dass wir uns gegenseitig, ich wollte schon sagen, dass wir uns nicht abschießen nachher. So, einmal und lock. Einmal und lock. Einmal lock. Lock. Ah, ich denke mal, die Dinger werden sonst auch ganz gut kaputt kloppen hier. Das habe ich so im Gefühl. So. Weiß natürlich nicht, wie viele Darttraps die Feralhorde so fressen wird. Es werden ja auch nicht gleichzeitig, wenn ja auch nicht, wird ja auch nicht gleichzeitig alles angegriffen. Meistens ist es ja doch eher so, dass die Zombies hier so ein bisschen durch die Gegend laufen, meistens aus einer Richtung kommen oder maximal aus zwei. Und dann läuft das schon. Auf der anderen Seite verteilen die sich nachher vielleicht auch ein bisschen. Naja, gut, es ist auch erstmal egal. Wir haben erstmal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall die Ecken abgesichert. Und dann sollte das reichen. Dann brauchen wir natürlich als nächstes auch nochmal wieder von den Spikes wieder welche. Also brauchen wir nochmal wieder mehr Eisen. Ich denke mal, dass wir fast schon wieder auf Maximum gehen. Maximum Eisenproduktion. Eisen hatten wir sowieso massiv verbraten.
So, eigentlich wollte ich ja geschmiedetes Eisen. Wie viel können wir maximal herstellen? 502. Oh, dann stellen wir mal gleich 502 her. Was soll's? Was soll's? Raus damit. Dafür ist das Eisen ja da. Das können wir einfach mal wegschmeißen. Das brauchen wir jetzt nicht. So, die wollte ich eigentlich auch nochmal einschmelzen. Stahlgerüst, also die Innenecken. Die brauche ich nämlich auch so nicht. Ich brauche nämlich nicht die Innenecken. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt hergestellt habe, die Innenecken. Das war eigentlich so nicht gewollt. Na, schmelze ich den Hammer mit ein, das passt schon. Gut. Das haben wir auch. Dann gucken wir mal, Fence Post. Fence Post. Electrical Fence Post. Geschmiedetes Eisen 5, wa? Ist doch gar nicht so. 6 Stück können wir bauen. Dann machen wir mal 5 Stück. Die sind auch noch in Gang. Ach, die brauchen richtig lange, du Scheiße. Nehmen wir die erstmal raus. Und machen dann Trigger. Setzen die hinten ran. So. So, setzen die hinten ran, weil die 19 Minuten brauchen. Alter Schwede. 19 Minuten. Warum brauchen die denn so lange? So, dann können wir dann aber die Trigger Plates. Dann können wir zumindest erstmal alles andere vorbereiten. Nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, Eisen müssen wir uns dann noch schmieden. Das dauert alles. Gut. Ich nehme noch ein paar Frames mit, obwohl ich habe ja noch Metallframes dabei. Ja, das auch. Dann reicht das doch noch. Oh. So, bauen. Da nehmen wir erstmal noch mal alles mit. Falls wir noch was brauchen. Shotgun Moon, siehst du, das sieht auch schon mal solide aus. Wir uns nämlich hier mal schon Moon. Hier haben wir auch nochmal 97 Schuss. Also ich denke mal, das sollte sich doch geben. So. Schade ist natürlich, dass es eine 2er ist, aber das passt schon. Wir müssen die Waffen eh nochmal reparieren. Wir haben es 7 Uhr. So, dann nehmen wir schon mal ein paar von denen mit. Dass wir nämlich schon mal ein bisschen was Richtung Elektro machen können. Die hatte ich ja auf 22 Uhr eingestellt, ne? Auch so wenig Licht. So wäre das ja auch mal nicht ganz so unwichtig. So. Und zwar wollte ich nämlich... Ich muss leider den einmal kaputt schlagen und den auch nochmal. Jo, das war weg. Das dahin. Huch. Dass wir da oben rankommen. Guck mal, was hier, was soll's. Gehen wir die hier oder machen wir die. Machen wir Strom hier vorne. Können wir natürlich auch von hier oben rangehen. Aber es soll auch nicht zu weit weg sein. Hier schlagen sie nicht drauf ein, oder? Ja, hier kotzen sie aber schon mal ganz gerne gegen. Ach, ich setze das einfach erstmal. Wenn das kaputt gehen sollte, dann sehen wir das ja und dann hoffe ich, dass das nicht allzu viel kaputt geht. So, komme ich immer noch nicht dran, das gibt's aber nicht. Oder kann ich nicht da durch? Kann natürlich sein, dass ich nicht da durchkomme. Aber das muss doch gehen. So, noch kurz gucken. Das muss doch irgendwie gehen. Geht tatsächlich, ich kann nicht durch. Das ist ja scheiße. Das ist ja ein bisschen kacke. Aber das ist Holz. Da können wir zur Not auch. So, geht das jetzt? Ja, jetzt geht das. So, wunderbar. Dann geht das mich von da oben. Da runter um 22 Uhr haben wir da dann Strom drauf. Ja. Okay. Machen wir das erstmal so. Nein! Ach, na gut. Das ist doch vielleicht ein bisschen ungünstig gesetzt hier. Da einen hin. Da einen hin. Kann ja von hier aus komplett verteilen, ne? Oder muss ich dann auch wieder die Reihenfolge einhalten? Muss das mal ausprobieren. Ne, kann ich auch so verteilen. Sehr schön.
Wunderbar, dann können wir nämlich von hier aus nämlich immer schön Strom abgreifen. So. Dann machen wir 3 pro Seite. Genau, dann haben wir nämlich da schön das Kabel draußen. Mal gucken, ob die es kaputt kriegen, die Schweine. So, jetzt könnten wir natürlich von da aus entweder einmal hier rüber springen. Dass wir immer eine Seite komplett einspeisen. Haben dann allerdings das Problem. Das ist das Problem. Ich muss auch mal kurz überlegen. Weil wir können bei denen ja wieder nur in eine Richtung das Stromkabel setzen. Das geht ja nicht so wie bei den Verteilern. Ah, so. Wir springen dann einmal rüber. Ja, oder wir müssen halt auf einer Seite 2 setzen. Dass wir dann hier da in der Mitte halt immer 2 setzen. Ich glaube, das ist das, was als einziges funktionieren würde, dass wir an den Stirnseiten, dass wir da einen setzen und da noch einen doppelt setzen, dass wir nämlich bis dahin hier alle versorgen können. Ja, irgendwie so muss es ja gehen. Und dann setze ich nämlich da zur Not ein. Da zur Not ein. Da ums Eck. Damit ich noch ein. Und da noch. Dann setzen wir hier nämlich so ein Ding noch doppelt. Sieht zwar nicht so sonderlich schön aus, aber es passt schon da ein zwischen. Dann werden wir einmal die ganze Schleife verdrahten und die ganze Schleife einmal verdrahten, dass wir einmal die komplette Hälfte haben. Also würde ich mal sagen, verdrahten wir hier aus einmal nach da. Dort aus nach da. Die werde ich separat einspeisen. Wo die mir nämlich die kaputt schlagen. So. Na. So, hier haben wir natürlich noch keine. Da haben wir hier erstmal Electrical Fence. Ich sehe das schon noch ein bisschen skeptisch hier, aber nun gut, okay, das müssen wir nochmal irgendwie, ne, vielleicht müssen wir es auch nochmal anders bauen, dass wir die eher nochmal versetzen. Nicht versetzen, aber dass wir die nochmal anders bauen. So gefällt mir das alles insgesamt noch nicht. Aber dann speisen wir von hier drüben nämlich ein, pass auf, dann würden wir quasi mit dem hier raufgehen und dann entsprechend weiter. Aber dafür brauchen wir dann erstmal die anderen Fences. So, Horde haben wir heute nicht, das ist gut. So, dann würden wir den Bereich erstmal einmal absichern. Dann haben wir nämlich einen geschlossenen Kreis. Ja, gut, das müssen wir irgendwie so machen. Ah. So, die haben wir, die haben wir. Die sind noch in Gang. Nein, ach, was hab ich denn für ein Idiot? Ich guck die ganze Zeit nach oben. Ich will hoffen, dass wir davon da vorne noch nicht mit Metall aufgewertet haben, sonst haben wir echt ein Problem. Da müssen wir raus. Da haben wir nämlich noch gar nichts verkabelt. Ich glaube, das ist auch noch Holz. Wenn ich das richtig sehe. So. Das ist noch Holz. Sehr gut. So. Einmal von dort aus. Dahin. So, dann haben wir nämlich dann auch die Übertragung. Das ist schön.
Zumindest für den Ecken. Achso, das ist schon einer. Das ist auch schon einer. Gut. Soll das sein. Einmal dahin. Komm ich nicht rüber. So. Und dort aus. Darüber. Gut, dann haben wir ein zu viel produziert, aber es macht nichts. Müssen wir mal gucken, bis wo wir den Stromkreis machen. Und dort aus dahin. Und dort aus zur Mitte. Ich glaube, es kommt ja auch nicht so drauf an. Dass es nun absolut symmetrisch ist, aber dass wir das dann zumindest schon ein bisschen. Zumindest ein klein wenig vernünftig aufgeteilt haben. Das nämlich so. Dann haben wir, hätten wir hier alles verteilt. Und dann setzen wir nämlich hier den nochmal drauf. Dann haben wir hier eigentlich genug Stromzugänge. Gehen wir da nochmal ran. Ja. Jetzt hier. So. Sieht zwar nicht so schön aus durch die Mauer verlegt, aber das passt schon. So, dann wäre hier auf jeden Fall der Stromkreis geschlossen. Na, dann wären wir bis hier, bis zur Mitte. Bis hier zur Mitte und dann hier nochmal. Ja, das ist, passt alles. Dann können wir den Bereich ja eigentlich schon zumachen. Ja, es geht natürlich alles mittig drauf. Na, aber naja, gut. Hier aus zu dem. Müssen wir vorsichtig sein. Klack, 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 klack. Sonst ist es gleich. So. Den darauf. Den da drauf. Ja, sieht natürlich alles nicht so schön aus, aber naja, gut, komm. Ne? Hauptsache, es funktioniert. Das wollen wir hinkriegen. Dass es funktioniert. So, die Ecke. Das läuft. Okay. Dann holen wir uns nochmal unsere Fences. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Ecke noch ein. Ach, reicht natürlich nicht, ist klar. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist mit denen hier noch? Ah, den haben wir ja noch einen. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oh, reicht das doch? Hier einmal. Ja, das reicht tatsächlich geil. Sehr schön. Dann müssen wir es erstmal genauer hängen. Ach nee, reicht nicht. Wir brauchen nochmal zwei extra. Wir brauchen nochmal zwei extra. So, den haben wir versorgt. Dann geht das hier einmal ringsrum. Dann geht das hier einmal ringsrum. Von dem aus. Na. Da drauf. Ja, und von dem noch einen weiter, würde ich sagen. Naja, gut, wir hätten jetzt den ja doppelt hier. Da kommt nämlich der Doppelte noch hin. Dann haut das nämlich dann auch hin. Das hier hätten wir den einen Doppelten und von hier aus gehen wir einmal darüber. Von dem vielleicht direkt? Nee, das macht ja keinen Sinn. Das war ja aufgeteilt. Ja, hätten wir doch mal von dort aus dahin gehen sollen. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. Reicht das. Jo. Von dem aus. Dahin. Dem aus. Dahin.
So. Dann käme hier der letzte hier vorne nochmal hin. Hier kommt auch noch einer ran. Okay. Okay, das funktioniert so. Dann haben wir hier noch einen Triggerplate, den können wir auch gleich mal verdrahten, wenn wir schon mal hier sind. Machen wir dich dahin. Du dahin. Die anderen Plates kommen natürlich gleich noch. Ah, Wildwuchern verdrahtet, aber das passt schon. Okay. So, Spikes können wir natürlich hier vorne auch nochmal hinsetzen, irgendwann irgendwie. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Ich sehe zumindest keinen groben Fehler. Hm. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus mit den ganzen Kabeln, aber zum Glück sieht man das nachher nicht so. Wenn man das dann Tool nicht mehr in der Hand hat, dann sieht das alles zwar auch noch immer wildwuchernd aus, aber es passt schon. Und die Kabel können sie ja nicht zerkloppen, das ist dann auch schon ein weiterer Vorteil. Jo. Gucken wir mal, wie weit die Sachen sind. Lup. Vielleicht kriegen wir das eine oder andere schon fertig. Ich glaube, wir sind ganz gut davor. Also ich habe schon ganz gut geschafft. Eigentlich das, was ich schaffen wollte, habe ich auch geschafft. So, die wollen wir noch mit einschmelzen. Eisen nehmen wir noch mit. Triggerplates haben wir zwei dabei. Und dann machen wir von denen noch zwei Stück. Von denen noch zwei Stück, die können wir setzen. Und in der Zwischenzeit können wir vielleicht auch noch ein paar Frames bauen. Noch ein paar. Na, Blade Trap würde mich natürlich auch reizen. Blade Traps wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal schauen, wo wir sonst zur Not Blade Traps hinbauen können. Ich glaube, Zombies. 10, 10. Ach, Stahl brauchen wir dafür auch. Ja, gut, das lässt sich ja noch herstellen. Ja. Das lässt sich ja noch machen. Das ist ja nicht so das Problem. Gucken wir erstmal, was die Generatoren machen. Und wie viel Watt da drauf ist. Und hier müssen wir auch nochmal aufwerten. Jo, so, was haben wir denn hier? Wir haben drei Motoren. Maximal Output haben wir 150. Das zeigt natürlich nicht an, wie viel Watt wir momentan Belastung haben. Aber 945 von 1000, das ist ja easy peasy. Wie schaut's hier? Ach, hatte ich noch gar nicht verdrahtet. Na gut, dann machen wir das mal fix. Einmal drauf. So, damit wir hier auch eine was drauf haben. So, insgesamt drüben hatten wir 3 und hier auch 3. Dann machen wir hier sonst den vierten rein. Ist ja eigentlich wurscht. So. Maximal 200 Watt. Benzin müssen wir natürlich noch reinschmeißen. Nachtanken können wir dementsprechend nicht. Ah, na gut. Trigger Plates. Der war auf 22 Uhr eingestellt, ne? Andere auch auf 22 Uhr. Mal vorsichtshalber gucken. Kann ja nicht schaden. 19. Achso, das hatte ich mal zum Testen. Start Time. 22 Uhr, End Time. Ja, und Licht müssen wir natürlich auch nochmal schauen. Ach, Licht müssen wir ja noch bauen, ne? Ich glaube, Licht fehlt uns noch. Ja, zumindest hier hinten fehlt noch einer. Zumindest in der Mitte. Da fehlt noch einer. Wir da noch hinbauen können und hier fehlt uns noch einer in der Mitte. Sonst haben wir, glaube ich, alle gebaut. Nur wegen Interact. Ja, geht natürlich nicht, aber der hat eigentlich noch die gleiche Stellung. Oh, der geht auch direkt nach unten, also aber wir hätten die doch weiter eingestellt, oder?
Müssen wir mal schauen. Ja, schauen wir mal. Genauso mit dem müssen wir ja auch noch mal ein bisschen was machen. Ach ja, da müssen wir ja auch noch mal verdrahten. Wie hatte ich das hier unten gemacht? Da bin ich direkt nach oben gegangen. Gut, dann machen wir das hier auch mal. Das, wir sind ja einmal direkt durchgegangen. So. Einmal. Zack. Mal auf den rauf. Einmal auf den rauf. Und den einmal da hinten drauf. So. Dann kommen natürlich noch die anderen zwei Lampen noch mit dazu. Das kriegen wir auch noch gebacken. Das ist kein Problem. Und wir brauchen natürlich noch massig Eisen hier für die ganzen Kameraden hier. Können wir eigentlich mal, wie viel Eisen habe ich dabei? 289. Nein. Das wäre die nächste Stufe. Stahl. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Haben wir noch ein bisschen Holz dabei? Ja, ein bisschen haben wir tatsächlich noch. Bars. Eisenstangen. Woodbars. Centered. Nee, centered nicht. Ich will keine Woodbars centered. Woodbars. Woodbars centered. Ah, dann ist es normale Woodbars. Gut. Ja, gut. Oh, ist das gerade schon richtig? So, setzen wir da noch Woodbars rein. Okay. Schön. Okay. Ach, ein Hoch auf unseren, auf unsere Schmiede da. Ah, fehlt uns jetzt wieder Eisen. Ah, fehlt uns hier natürlich ausgerechnet, hier fehlt uns wieder Eisen. Wir brauchen mehr Eisen. Wir haben schon so viel verbraten, aber das macht ja nichts. Das Eisen muss ja auch weg. Hier haben wir auch noch alles voller Holz. Ach, brauche ich da denn noch ein Eisen, bitteschön. Ach jo, weiter geht's. So, mehr Eisen und zwei Lämpchen brauchen wir noch, zwei mobile. Ob wir dafür das Material noch haben. Ja. Mobile Scheinwerfer. Mobile Scheinwerfer. Wir brauchen natürlich noch zwei Lämpchen für und Klebeband. Zwei Lämpchen und Klebeband. Zwei Lämpchen und Klebeband. So. Zepter. Zwei Schuss. So, das ist in einer Minute fertig. Der auch bummelt in einer Minute, der in ein paar Sekunden. Das ist auch manchmal so von der Craftzeit auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen weird, muss ich sagen. Ich meine, warum braucht der hier 18 Minuten und der braucht nur für zwei Stück nochmal eben 30 Sekunden? Also das ist auch manchmal so ein bisschen, naja. Gyrocopter-Accessoires. Accessoires. Da können wir eigentlich glatt mal gucken. Weil ich hatte ja noch ein paar Skillpunkte. Ich hatte insgesamt nochmal zwei Skillpunkte. Wo hatte ich denn Advanced Engineering? Chainsaw Ogres. Ja gut, da brauchen wir, glaube ich, Level 100 für. Level 100 und Intellekt 10. Intellekt 10 müssen wir nochmal 4 Punkte investieren. Es ist, ja. Steelworker. You can now craft steel items and tools. You can craft military grade steel armor. Na, das ist natürlich. Mm-hmm.
So, und hier brauchen wir Level 85, Intellekt 9. Intellekt 9 und 85 sind, wir waren glaube ich 89, ne? 90 sogar schon. Okay. Dann machen wir doch mal Intellekt. Dürfen wir nicht, weil wir 4 Punkte brauchen. Okay. Brauchen wir 4 Punkte für. Also noch einmal aufsteigen oder zweimal? Ja, gut. Vielleicht wird das ja in der nächsten Horde was. So, Eisen haben wir erstmal ein bisschen. Da brauchen wir noch mehr Eisen. More Eisen. Ja, machen wir auch maximal herstellen. Weil wir brauchen das Zeug. Wir brauchen das so dringend. So, in der Zwischenzeit sind die vielleicht auch schon fast fertig. Das warten wir noch mal kurz ab. 2 Stück. Ja, wunderbar. Auch die warten wir noch kurz ab. Dann können wir zumindest Strom in dieser Folge schon mal komplett abschließen. Und dann geht es wieder drauf und dran, Spikes wiederherzustellen. Das Ganze drumherum noch wiederherzustellen. Vielleicht noch mal die eine oder andere Rampe noch mal herzustellen, dass wir dann auch die Dart Traps entsprechend sauber schützen können. So, okay. 1A, du. 1A. Das sieht schon mal gar nicht verkehrt aus. Da kommen wir der Sache doch schon nahe. Ups, nein. Aus. So, reingesprungen. So, 1, 2. Und up. Ich würde sagen, den bauen wir hier so hin. Oder hier. Und den ein bisschen anschrägen. Das ist ja das Schöne. Wir können hier, glaube ich... Es ist eigentlich egal, wie wir den hinbauen, oder? Ich kann ihn auch hier hinsetzen. Und lassen wir ihn hier eher so hier so runterstrahlen. Das machen wir mal. Wo haben wir sie denn? Da. So. Braucht er natürlich noch Stromität. Den speisen wir, glaube ich, mal hier ein. Ach, müssen wir hier auch nochmal hinbauen. Hier ist die offizielle Mitte. So, den haben wir auch. Dann speisen wir den hier mit ein. So, kommen wir da ran. Jupp. Ja, sieht natürlich nicht schön aus, aber muss ja auch nicht schön sein, soll funktionieren. So. Upp. Hoffentlich reicht das. Na. Zack, haben wir. Und der Best. Ja, die müssen wir nämlich noch einstellen. Deswegen hatte ich das, glaube ich, gemacht. Machen wir noch mal kurz. Ich schalte wie spät haben wir es? 13 Uhr. 13 Uhr. Dann sitzen wir es mal kurz mal auf 13 Uhr runter. Muss nur vorsichtig sein. Ah, Lampen sind an. Fein. Dass wir die mal vernünftig einstellen können. Ich sehe das natürlich dann nicht, ob das jetzt richtig gut aussieht. Aber einstellen können wir sie. Ich würde mal sagen, mal so die äußerste Kante, so ein bisschen mehr, so. 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 Wir gucken alle nochmal nach, würde ich sagen. So, das kann ruhig ein bisschen mehr, dass wir um die Fläche noch ein bisschen sehen. Ansonsten kam mir noch mal ein Vorschlag aus der Community, dass ich vielleicht unten noch mal ein paar Lampen hinbaue. Das können wir auch noch mal machen. Dass wir vielleicht aber so kleinere Lampen bauen. So. Na, vielleicht so. Dass wir vielleicht noch mal so kleinere Lampen bauen, die wir ganz unten setzen können. Weil sonst hauen die Zombies mir das ja kaputt. Wenn ich die Dinger ganz unten hinbaue, dann hauen sie mir die sonst zu Klump. Und das wollen wir ja auch nicht. Das wäre ja nervtötend. So, den packen wir mal hier so hin. Ja, vielleicht so. Wenn die Rampe nämlich auch gleich ein bisschen beleuchtet. Ich finde das echt geil, dass man die bewegen kann. Da haben sie richtig mal was richtig Geiles gebaut, muss ich sagen. Das ist richtig klasse. Ach nee, kann ja nicht. Kann ja nicht. Ist ja noch nicht unter Strom. So, die haben wir eingestellt. Dann kann ich den auch wieder auf 22 Uhr setzen. Auf 22. Ach nee, das kann ich. 22 Uhr.
So, dann haben wir den auch safe. Dann setzen wir den mal auf 13.30 Uhr. 13.30 Uhr. Dauert noch 2 Minuten. Achso, warte mal, Strom brauchen wir hier noch. Also hier, Benzin. Warte mal, kriege ich hier eigentlich Benzin raus aus dem Biest? Nee. Ah, muss ich nochmal Benzin holen. Scheiße. Irgendwas muss ja... Oh nein! Immer fehlen. Puh. Irgendwas muss mir ja immer fehlen. Aber ist ja kein Problem. Sonst nehmen wir gleich noch Triggerplatten mit, was wir noch alles haben. Auch noch irgendwas ausstehen. Naja, gut. Dann nehmen wir noch einen Tausender mit. Dass noch alles an Arbeit aussteht, ne? Ich meine, wir haben ja schon echt eine ganze Menge geschafft, aber wenn man immer noch mal so ein bisschen guckt, guck mal, das kleine Häuschen muss noch weg, das Haus muss noch fertig gebaut werden, das Dach wollten wir neu machen. So. Einmal Benzin. So, da sind 65 Watt drauf. Hier hatte ich jetzt gar nicht geguckt, was hier noch drauf ist. Ist auch egal. Ach dann. So. Ach so. So viel haben wir gerade mal verballert. Naja, gut, ist in Ordnung. Gut. Einmal Lampen einstellen. Wir sind schon wieder in Überminuten, aber es macht ja nichts. Einmal zielen. Auch hier so die, das grobe Mittel. Bin mal gespannt, wie das nachher fertig aussieht. Also wenn wir alles beleuchtet haben. So, ups. So, du noch. So, stellen wir dich noch ein. Und dann haben wir's. Helligkeit sollte es aber locker reichen, damit wir das Areal grob ausleuchten können. Das sollte gehen. So, dann stellen wir den wieder ein auf 22 Uhr, damit wir auch an den Triggerplates draußen arbeiten können. So, best hands. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal ein kleines Päuschen. Wir sind schon wieder bei 42 Minuten, das ist ja schon ein Hammer. Ja, ich werde... Strom haben wir alles gemacht, eigentlich soweit. Ich werde gleich noch die... Electric Fences noch fertig machen, dann gehen wir in der nächsten Folge noch daran, machen dann die ganzen Spike Traps machen wir noch fertig. Wir müssen noch die Rampen fertig machen. Für die Dart Traps müssen wir noch machen, die so ein bisschen zu sichern. Und ja, und dann haben wir eigentlich, sag mal so, die grobe Verteidigung haben wir eigentlich fertig. Ne? Wie gesagt, die Traps, ne? Die brauchen wir auch noch eine ganze Weile, weil naja, da müssen wir noch einige für herstellen. Also das geht ja gar nicht. Das dauert noch eine ganze Weile. Aber mühsam nennt sich das Eichhörnchen, das sollte irgendwann passen. Ah, okay, gut. Dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.